¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se abrió. Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos. ¡Se asomó alguien! ¡Alúzame! 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 ¡Espera! Man hört ja immer wieder, dass es in gewissen Häusern oder auch an gewissen Orten spuken soll oder man dort einfach unheimliche Dinge erlebt. So eine Geschichte verfolgen wir heute ebenso. Es geht um einen Mexikaner, der eigentlich mit Hilfe von TikTok eine schöne Erinnerung an seine Familie erstellen wollte. Als sein Haus und sein Geschäft plötzlich von einem Geist oder mehreren gruseligen Wesen heimgesucht wurde. Und das alles ist kein Scherz. Nach dem Intro erfahrt ihr, was dort passiert ist. Hallo zusammen. Gleich mal vorneweg, der TikTok-Account heißt Wash Your Look und existiert bis heute. Alle Videos, die ich euch hier zeigen werde, könnt ihr auf dem Account sehen und ihr könnt auch in anderen Videos nach neuen Hinweisen suchen oder auch darauf achten, ob sich noch mehr in der Situation entwickelt. Sein TikTok-Konto existiert schon eine Weile, doch lange bevor das Ganze mit den gruseligen Videos begann, sagt er auch selbst, dass das Konto eigentlich erstellt wurde, um einfach ein bisschen Spaß mit seinem Sohn zu haben. Er lud dort einfach irgendwelche lustigen Videos hoch, wie zum Beispiel diese hier. Tú eres una guerrera, levántate, eres una guerrera, tú puedes contra el sueño. Levántate, culera, levántate. Doch dann zerstört auf einmal etwas die Idylle des Familienlebens. Sein Sohn begann immer öfter Schatten zu sehen und sogar zu weinen. Auch er selbst, seine Frau und seine Tochter hörten dann immer wieder seltsame Geräusche oder ein Flüstern. Auch hörten sie immer wieder, wie Dinge nachts umgeworfen werden oder herumgeschmissen werden. Wer Spanisch kann, kann gerne in den Kommentaren übrigens die genauen Übersetzungen ergänzen. Ich habe die Videos aber zumindest so weit inhaltlich mit Hilfe einer freundlichen Abonnentin übersetzen können, dass wir zumindest zu 100% in jedem Video den Kontext verstehen können. Aber wenn, wie gesagt, irgendein wichtiges Detail auffällt, das fehlt, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Langsam hat er dann aufgrund der vielen seltsamen Sichtungen begonnen, immer wieder zu filmen und die Erlebnisse in TikTok-Videos zu verpacken. Zum Beispiel hier, wo sein Sohn wohl wieder einen Geist oder ein Monster sieht. Er hat dann diesen TikTok-Geisterfilter entdeckt, der Personen farblich markiert und so auch Geister entdecken können soll. Er filmt mit diesem Filter, weil er erzählt hat, dass zu dem Zeitpunkt schon öfter Geräusche gehört wurden und sein Sohn oft Angst hat und weint. Er sieht am Ende dann noch diesen einen Stuhl, der als Person markiert wird und fragt, ob das ernst zu nehmen ist oder nur ein Bug des Filters. Buenas amigos, bajé porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. In diesem Video erzählte, dass er Geräusche von Einbrechern gehört hat und er nachsehen wollte. Er sah angeblich Schatten, die ihm Angst machten. Ja, auch der Sessel bewegte sich in diesem Video wirklich wie von Geisterhand. Doch es geht noch weiter. Aufgrund der gruseligen Aktivitäten haben sie dann eine Überwachungskamera gekauft und installiert. Und er findet folgendes Material darauf. Man sieht immer wieder, wie Dinge herunterfallen und die Sessel sich bewegen. Er meint, die Situation wird immer schlimmer bei ihm zu Hause. Danach überprüfen sie den Raum, den sie auf der Überwachungskamera gesehen hatten. Und ja, es sieht wirklich alles ein wenig verwüstet aus. Und das Ende des Videos hatte ihn und wahrscheinlich auch euch erschaudern lassen. Mi mente, mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mija. ¿Ya prendiste tu cámara? Sí, ya, lo estoy grabando. Deja, grabo acá de este lado donde se cayó, era el refresco.
juguete, sí. El control. Sí. A ver, dame chancita para yo grabar. Si quieres, graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prendo la luz. Bueno, está bien. Voltear para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro, donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Man sieht hierbei natürlich eindeutig ein Gesicht. Die Augen leuchten, ebenso etwas seltsam. Wie lang das Gesicht zu sehen ist, ist schwer zu sagen, da er sein Video da entweder genau abgebrochen hatte oder nicht mehr ins TikTok-Video reingeschnitten hatte. Buenas noches, amigos. Me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón, se cayó. Como saben, me duermo a veces en la sala, pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera, también he prendido la luz, pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos, se han escuchado murmullos aquí en el baño, no sé si será de aquí. Como pueden ver, está vacío. Vénganse por acá, vamos a checar si de acá vienen. No, está todo tranquilo, vamos a ver si aquí de la tienda. Aquí entro a la tienda. Parece que aquí no es. Se vieron acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos, vengan, vengan. Me siento nervioso, vámonos. Er erzählt in diesem Video, es hat an der Tür geklopft und er hat überall Gemurmel gehört. Er zeigt den Leuten, dass sich nichts im Haus befindet und einfach nichts zu sehen ist. Er schreibt, er ist sehr nervös und angespannt und spürt eindeutig die negative Energie. Er meint, er hört die Stimme seines Sohnes, obwohl dieser gerade nicht mal zu Hause ist. Während das Gesicht im ersten Video eher einem Kind ähnelte, würde ich diese Gestalt eher einer Frau zuordnen. Entweder zuckt sie sogar leicht zurück oder steht still im Eck. Es sieht sie auf alle Fälle wohl nicht bewusst, denn es schwenkt einfach nur drüber, weil er das Haus gerade durchsucht. Amigos, estoy en el baño. Me han estado tocando la puerta. Me siento muy nervioso, no sé qué hacer. Tocaron otra vez. Mira. Esa tira de florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado, se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso. Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a... Venga. 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 Sí. Con unas cajas de refresco. Unas rejas. Unas rejas se caían. Miren. Se oye algo al enfrente. Oigo un susurro. Un susurro. En este video está wieder sehr nervös. Man hört es an seiner Stimme. Er hört nämlich wieder ein Klopfen und sah diverse Schatten. Das Fitnessgerät bewegt sich scheinbar wirklich wie von Geisterhand alleine und plötzlich sitzt eine Gestalt auf der Couch für einen ganz kurzen Moment. Es wäre zwar möglich gewesen, durch den Schwenk schnell was dort zu platzieren, aber die Zeilen erschienen mir dann doch ein wenig zu kurz. Zusätzlich hört man noch eine Art Hauch, als er hinschwenkt. Es scheint es allerdings nicht zu sehen, es dürfte nur am Handyvideo zu sehen sein. Einen Schnitt konnte ich auch nicht erkennen. Und wie sich das Fitnessgerät bewegt, ist ebenso ein Rätsel. Ich melde mich gerade ganz kurz aus dem Off, während ich gerade das Video schneide. Und zwar habe ich was Wichtiges vergessen. Während er dann in sein Geschäft hineinrennt, hört man nämlich den Geist noch etwas flüstern. Und zwar heißt es übersetzt sowas wie, geh weg. Das hört man ganz leise flüstern. Hier nochmal die Stelle. Und weil ich mir das gerade nochmal genauer angesehen habe, dort wo dann die ganzen Cola-Flaschen am Boden liegen, hört man dann noch irgendein Geräusch, wie so ein Monster. Hört euch mal das genauer an.
Er hat wohl sogar so eine Art Heilerin dort vor Ort kontaktiert, die ihm mit den Geistern helfen soll. Sie hat ihm eine Kerze gegeben, die das Böse vertreiben soll. Zusätzlich hat er jetzt auch noch einen Stromausfall. Er weiß aber nicht, ob das bloß Zufall ist oder irgendwas mit diesen ganzen Geistern zu tun hat. Er erzählt in dem Video auch wieder von Dingen, die heruntergefallen sind. Como pueden ver, son las 2:52 de la madrugada. Otra vez los perros ladri ladri. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladri ladri. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. No se ve nada anormal. Mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Es ist fast 3 Uhr morgens. Ist das nicht so eine berühmte Geisterzeit? Jedenfalls wundert er sich, warum die Hunde schon die ganze Nacht bellen. Und ja, tatsächlich, man hat wirklich am Video Hunde bellen. Er schaut aus dem Fenster hinaus, um herauszufinden, warum denn die ganze Zeit die Hunde bellen. Dabei filmt er auch kurz die Schule seiner Kinder und sieht dort eine seltsame Gestalt beim Eingang, die ganz kurz zweimal hinausschaut und ihn sehen dürfte und sofort zurückzuckt. Mir kommt es außerdem so vor, als wäre die Gestalt irgendwie extrem dünn und der Hals und der Kopf schon auch irgendwie so extrem dürr aus. Es sieht wirklich verdammt gruselig aus. Seltsam, dass diese Gestalt auch sofort in seine Richtung sieht und ihn auch sofort erkennen dürfte. Aber jetzt kommt das für mich mit Abstand gruseligste Video des ganzen Kanals dort. Lasst das mal auf euch wirken. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. ¡Se asomó alguien! ¡Alúzame! Espérate, alúzame. No hay nada. No sé. ¿Sabes qué? Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Er sagt, es klopft im Schrank und er scheint mit dem Geist reden zu wollen. Er sagt nämlich so etwas wie, was willst du von uns? Oder wie können wir dir helfen? Und der Schrank öffnet sich auf einmal, danach schaut irgendein Gesicht heraus. Wieder einem Kind ähnlich. Er reißt zwar kurz die Cam weg, was aber wohl dem Erschrecken gegolten ist, und es wirkt auch irgendwie logisch, und dann durchsucht er aber auch noch den Schrank und findet aber nichts. Er sagt seiner Frau auch noch, sie soll ruhig bleiben und ihm mal einfach in den Schrank leuchten, während er weitersucht, aber ich finde, an seiner Frau merkt man wirklich, wie panisch und weinerlich sie ist, und das spricht eigentlich für mich für eine Echtheit des Clips. Dieses Video wurde übrigens von einem Sponsor ermöglicht, und zwar von der Band Pulse und dem Label NET Records. Die machen nämlich ganz besondere Musik, wie ich es eigentlich auch noch nie gehört habe, und zwar nennen sie die Richtung selbst so etwas wie Future Metal, und sie behandeln in ihren Liedern nämlich Mythen und Legenden in der Weltraumthematik. Was natürlich einfach perfekt zu meinem YouTube-Kanal passt. Könnt ihr euch zum Beispiel noch an den Black Knight Satellite erinnern? Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, es geht um diesen einen komischen Satelliten, der schon seit Ewigkeiten die Erde umkreist, aber nicht von Menschen gebaut wurde. Auch über diesen Mythos haben sie nämlich ein Lied gemacht, und zwar Pulse Black Knight. Aber hört mal selbst rein. I
Wenn euch das Lied gefallen hat oder ihr einfach mal in die anderen Lieder reinhören wollt, dann klickt einfach mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und gebt euch diese besondere Mythenmusik mal. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung dieses Videos und weiter zu den Geistern. Zu guter Letzt scheint sich das Böse auch noch irgendwie zu manifestieren, denn er will zum Beispiel seinem Sohn Wasser bringen und entdeckt irgendwie so kleine Teile, die im Wasser schwimmen. Er schwenkt es mehrmals und findet plötzlich Würmer im Wasser. Diese kleinen Teile sind immer irgendwie größer geworden, bis es Würmer waren. Und er denkt, das Böse manifestiert sich jetzt darin. Hier sieht man es dann auch noch besser auf einer Serviette und diese Viecher leben auch wirklich. Was denkt ihr über diese ganze Story? Also aufgrund der Analyse muss ich sagen, es ist einfach alles wirklich extrem gruselig und es sieht auch schon wirklich echt aus, muss man sagen. Auch wichtig ist natürlich noch, dass in Mexiko eigentlich jeder an Geister glaubt. Es gibt dort ja eigene Feiertage, wo man wirklich mit den Verstorbenen am Feiertag in Kontakt treten soll. Ich kann an den Videos jedenfalls keinen offensichtlichen Fake erkennen, wobei ich natürlich sagen muss, alle Gesichter und Gestalten, die so seltsam auftauchen, könnten natürlich einfach Freunde oder seine Familie selbst sein. Sie könnten doch genauso gut eingefügt sein, denn alles ist immer ein bisschen wackelig, man sieht es nur ganz kurz. Aber die Reaktionen klingen doch irgendwie plausibel und durchgehend echt. Ich bin verdammt gespannt auf eure Meinung. Alles ab damit in die Kommentare. Glaubt ihr, das sind echte Geister oder doch eher Fake? Und wenn jemand noch mehr Infos hat aufgrund von Spanischkenntnissen, informiert uns gerne in den Kommentaren. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.